Morgen, ihr lieben Liebenden. Es ist Zeit für die kollektive Tagesenergie am Montag. Mir wurde übrigens gestern gesagt, ich könnte nicht schauspielern. Es wäre schlecht geschauspielert. Ich war ein wenig entzückt und enttäuscht zugleich. Entzückt, weil jemand denkt, ich würde schauspielern. Ein verstecktes Talent meinerseits. Und natürlich ein wenig erschüttert darüber, dass es nicht funktioniert. Macht damit, was ihr wollt. Ich fand es sehr amüsant. Ich fragte die gute Dame, was sie damit meint. Bis heute keine Antwort bekommen. Ja, dann schauspielern wir mal weiter. Was hätten wir denn gern heute? Die große Dame? Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier in dieser wohlsehenden Runde und begrüße Sie auch recht herzlich zur heutigen Tarotlegung. Die goldene Himbeere geht an mich dieses Jahr. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Tagesenergie an diesem Montag. Oh. Hier kommt eine Lektion. Es geht um das Leben dieser Person hier auf meinem Tisch. Es geht um Wachstum. Wir haben hier die Seelenpartner-Thematik bzw. Gute-Freund-Thematik drin liegen. Wir haben das Schicksal drin liegen, dein Glaube, ja, das, was gefestigt werden soll, dein Weg, dein Schicksalsweg, dein Seelenplan. Und wir haben hier einen positiven Ausgang. Ja, allerdings liegen hier auch Konflikte im Kartenbild. Fünf der Schwerter, Streitereien, Auseinandersetzung, Abwehrhaltung, ja. Man hört manchmal nicht so gerne Dinge, die einem von guten, engen Freunden erzählt wird. Aber das sind genau die Menschen, die wichtige Dinge sagen. Und dann wäre es absolut kontraproduktiv, hier gegen anzustänkern, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Page der Stäbe steht nämlich für ein Angebot. Natürlich auch manchmal der Flirt, gar keine Frage, aber wir haben hier das vielversprechende Angebot drin liegen und es hat mit deinen Sehnsüchten zu tun. Der Mond zeigt das auf. Der Mond ist dein Verstand, dein Dasein und natürlich auch die Dinge, an die du glaubst, umsetzen zu können. Ja? Deine Visionen, die in die Tat umgesetzt werden möchten, in die Realität. Und so manches Mal kannst du dich vor deinen Träumen nicht verstecken, weil auf irgendeine Art und Weise wirst du dies wahrscheinlich mit deinen engsten Menschen um dich herum kommunizieren. Und wenn dann immer wieder die Aussage kommt, ja, ich würde gerne, aber, da kommt auf das Aber meistens eine Resonanz vom Gegenüber, was dann sagt, ja, aber wo ist denn das Problem? Die hören sich das zwar immer wieder an, die hören sich das auch 10.000 Mal an, aber sie werden auch immer wieder Ratschläge mitgeben für deinen Weg, für dein Vorankommen. Und irgendwann könnte es durchaus mal sein, dass dieser Ratschlag ein wenig härter ausgedrückt wird. Ja, von wegen, jetzt hör doch mal auf, hier ständig rumzujammern. Das Leben ist so schwer. Ja, das Leben ist schwer. Aber es wird niemand dein Leben leben, außer du selbst. Niemand kann dich, ja, durch die Gegend tragen, dich an die Hand nehmen und dir sagen, was du zu tun hast. Das musst du selber tun. Du musst Wege für dich finden, Dinge in die Realität umzusetzen, weil was bei Person A funktioniert, funktioniert nicht bei dir. Genauso wie deine Sache nicht bei Person C funktioniert. Jeder muss seinen eigenen Weg finden, um Träume in die Realität umzusetzen. Der Kelchkönig ist hier eine sehr gefühlsklärende Energie und das sollte hier auch definitiv angenommen werden, diese Hilfestellung, denn mit den vier der Kelchen bist du gerade in so einer Art kreativen Pause. Ja, du bist pappsatt, was dein Gefühlsleben angeht. Bei den vier der Kelchen ist es aber so, dass da auch Unterstützung mit dabei ist. So, und wir haben hier mit dem Kelchkönig die gefühlsklärende Person drin liegen. Mit dem Mond könnte sich tatsächlich um einen Fisch handeln, muss aber nicht. Kann generell ein Mensch sein, der wunderbar daran ist, Gefühle zu klären, deine Gefühle aufzudecken und diese dementsprechend für dich, ja, ich sag mal so, Vorbereitung zu tätigen, ja, damit du den letzten Schritt machen kannst. Damit du wieder klar bist, im Ganzen bist.
Die Kelchkönigin sagt nämlich, es ist Zeit für Heilung. Es ist Zeit, deine eigene Wahrheit zu finden, auch was dein Gefühlsleben angeht. Weil Unzufriedenheit auf Dauer auch eine gewisse Art der Toxizität ist. Oh Gott, Cheyenne nach dem Nachtdienst und Wortgulasch. Ja, wie soll es auch anders sein? Die Kelchkönigin steht aber auch für Wachstum, für Liebe. Sie bringt Dinge voran. Und mit den drei der Kelchen bist du dann auch in der Lage, hier wieder in die Gemeinschaft einzutauchen. Ja, dich wieder zu integrieren, aber dich zu integrieren mit deinen Visionen, die hier gelebt werden möchten, mit deinen Träumen. Also heißt es hier auf jeden Fall auch nochmal rein in die Innenschau mit dem Hermiten. Ja, was darf in dir noch beleuchtet werden? Was liegt da noch im dunklen Schatten verborgen und möchte gerne ans Tageslicht kommen? Es ist soweit Zeit, jetzt Dinge in Bewegung zu setzen. Du musst dich in Bewegung setzen. Ja, Katerli, ich weiß, ne? Sagst es auch. Der Ritter der Stäbe steht für ein Voranschreiten. Es ist eine Energie des Loslegens. Nicht lange fackeln, ja, der macht einfach. Der schnappt sich all seinen Mut, seine Abenteuerlust und legt los. Und er hat Erfolg. Er kriegt Anerkennung für sein Handeln. Wie wäre es denn mal, Anerkennung zu bekommen und nicht immer nur zu jammern? Man muss es ja auch manchmal so sagen, wie es ist, ne? Von nichts kommt nichts. Der Spruch kommt auch nicht von ungefähr. Der Magier kündigt eine neue Verbindung an. Ganz egal, welche das ist, ob Liebe oder Beruf. Ich sehe das aber eher, weil es um deine Träume geht, dass es hier beruflicher Natur ist. Beziehungsweise deinen Talenten, deinen Hobbys. Ja, irgendetwas möchte hier vorangebracht werden. Aber der Magier sagt auch, es ist Zeit, jetzt kreativ zu werden. Zu schöpfen. Ja, du musst schöpfen, aus den vollen Schöpfen, aus deinem eigenen Potenzial, um dich hier voranzubringen. Ja, es war gut, dass ich noch eine mehr haben wollte. Und mit dieser Energie gehst du hier auch in die neutrale Zone. Rein in die Planung mit den zwei der Stäben. Es gibt hier sogar mehrere Möglichkeiten, wie du das angehen kannst. Es gibt ja viele Wege für nach Rom. Ja, auch dieser Spruch kommt nicht von ungefähr. Heute haue ich wieder voll die Schenkelklopfer raus hier. Aber es gibt mehrere Möglichkeiten, etwas anzunehmen bzw. anzupacken. Und mit dem Ass der Münzen kommt hier deine Chance aufs Glück, auf Vollendung, auf Erfüllung, auf Wohlstand, ganz egal was es ist. Hier ist deine Chance. Das heißt, in dem Moment, wo du deine Energie wandelst von das Leben ist so gemein in ja, das Leben ist gemein, es gibt mir Steine, es gibt mir die Limonen, aber ich mache das Beste daraus. Ja, mit Steinen kannst du den Weg pflastern. Bring dich voran. Und im Endeffekt kannst du dich ja auch trainieren, ja, deine Beine trainieren, um über Steine hinwegzuspringen. Dann sind das gar keine Hürden mehr. Dann ist es einfach nur Training, ja, für eine bessere Kondition. Also, mach das Beste aus dem, was dir jetzt hier gegeben wird, damit du wachsen kannst. Und wenn Freunde da sind und dich auch mal ein bisschen härter rannehmen auf einer gewissen Art und Weise, und das sollen sie auch auf jeden Fall machen, dann wäre es gut, das jetzt auch langsam mal anzunehmen, was sie dir so Schönes erzählen. In dem Sinne, einen schönen Start in die neue Woche und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Träume. Ich empfehle mich.